Wieder. Mein Name ist Anke Lambrecht und heute in dem kleinen Video geht es um die 7 Resilienzfaktoren. Wenn Sie danach schon ein bisschen geguckt haben, wenn Sie festgestellt haben, da streiten sich die Fachgeister darüber, welches denn jetzt die wahren Resilienzfaktoren sind. Ich orientiere mich dabei an der Emmy Werner und eine fachliche Diskussion, denke ich, können wir an einer anderen Stelle nochmal führen. Mir ist wichtig, dass es für Sie funktioniert und dass Sie einmal verstehen, was steckt dahinter. Die Verflechtung der 7 Faktoren, dass erst das die innere Stärke, die Power, Ihre Widerstandskraft ausmacht. Also legen wir los. Ich stelle die 7 Faktoren, die dazugehören, jetzt vor. Ein ganz schönes Zitat finde ich, dass es nochmal so verdeutlicht ist. Es geht im Leben nicht darum, gute Karten zu haben, sondern mit einem schlechten Blatt auch ein gutes Spiel zu machen. Heißt, resiliente Menschen sind nicht die besseren Menschen. Nein, sie sind aber in der Lage, das Beste aus ihrer Situation zu machen, die Dinge zu nehmen, so wie sie sind und weiterzukommen. Eine sehr große Studie, die mich schon in meiner Zeit in der Pädagogik, in der Arbeit mit Menschen mit psychischer Erkrankung begleitet hat, ist die Studie von Emmy Werner und ihren Kollegen, die Kauai-Studie. Sie hat 698 Kinder begleitet seit 1955, und zwar bis 1999. Und sie hat untersucht, welche Vielzahl von biologischen und psychosozialen Risikofaktoren, die auf diese Kinder gewirkt haben, wie haben die sich ausgewirkt? Ja, was hat sich hier ergeben? Ein Drittel dieser Kinder, die sie untersucht haben oder die sie begleitet haben, hatten ein hohes Entwicklungsrisiko. Sie waren zum Beispiel in chronischer Armut eingeboren oder sie hatten geburtsbedingte Komplikationen, vielleicht Erkrankungen. Sie waren in Familien aufgewachsen, die vielleicht, wo auch Gewalt und Drogen ein Thema waren. Und dann hat sie diese Kinder begleitet über diese Zeit und sie hat sich gefragt, okay, was ist aus diesen Kindern geworden? Im Alter von 40 Jahren hat sich gezeigt, dass ein Drittel dieser Kinder sich ganz normal entwickelt haben. Sie haben eine gute Karriere hingelegt, sie haben keine Konflikte mit dem Gesetz gehabt, sie haben kaum oder gar keine chronischen Gesundheitsprobleme gehabt, trotz dieser Schwierigkeiten. Sie hatten gute Beziehungen, stabile Ehen, sie haben keine Sozialhilfe in Anspruch genommen. Besonders ausgezeichnet haben sich diese Menschen auch dadurch, dass sie empathisch auf andere Menschen eingehen konnten und dass sie immer eine positive Perspektive für die Zukunft hatten. Aber wie kann das sein? Worin unterscheiden sich diese Menschen jetzt von anderen? Und dabei hat sie eben genau diese 7 Säulen der Resilienz festgestellt. Die erste ist der Optimismus. Das heißt, diese Überzeugung zu haben, dass sich Dinge zum Guten wenden werden, dass alles auch eine zweite Seite hat. Die zweite Säule ist die Fähigkeit oder die Grundhaltung der Akzeptanz, dass Ereignisse einfach Teil des Lebens sind und dass sie in der Lage sind, die Dinge zu akzeptieren, die sie nicht ändern können, dass sie sich auch aktiv mit ihren Emotionen auseinandersetzen und nicht einfach sich von diesen überwältigen lassen. Die dritte Säule der Resilienz ist die der Lösungsorientierung, also die Grundhaltung zu haben, dass jede Herausforderung auch gleichzeitig eine Chance gibt, sich diese Chance zu erkennen und dann aktiv zu handeln, anstatt sich in das Problem zu vergraben. Die vierte Säule ist die Säule, man nennt sie Opferrolle verlassen. Dahinter steckt das Konzept der Selbstwirksamkeit, von dem eigenen Handeln und Tun überzeugt zu sein. Mit meinem Handeln kann ich etwas bewirken und davon bin ich überzeugt und deswegen werde ich aktiv. Dann gibt es die Fähigkeit der Selbstverantwortung. Also, ich übernehme Verantwortung, ich treffe Entscheidungen, kann Konsequenzen aushalten, aber ich handle selbstbestimmt. Die sechste Säule ist die der Netzwerkorientierung. Menschen brauchen Beziehungen, aber sie können vor allem Beziehungen gestalten, sie können Vertrauen aufbauen, sie können Unterstützung annehmen. Und das Ganze mündet in der 7. Säule daraus, realistische Ziele zu setzen, auch einen Plan B zu haben, danach zu handeln und nicht mit auf die Überraschung des Lebens zu warten, sondern eine Vorstellung zu haben, wo möchte ich denn hin?